Ich brauche Hannover nicht gründen. Ich kann das gründen, das geht. Aber ich brauche diese. Ich habe jetzt hier schon eine Provinz in Großbritannien. Das heißt, das ist easy. Deswegen habe ich mich entschlossen, das nicht zu gründen, weil das würde ja bedeuten, nur die Hauptstadt hier hinsetzen, um die dann wieder zurückzusetzen, weil Braunschweig soll halt die Hauptstadt sein. Das ist halt die Anforderung an den One. Hier macht sich Kastilien breit, Mist. Genau. Nee, nicht ganz. Was meinst du? So, wie mache ich weiter? Ich brauche eigentlich noch die beiden Provinzen, um die Aufgabe hier ein abzuschließen. Und Goslar brauche ich auch. Goslar ist Reichsstadt, das ist ganz blöd. Der gibt mir 3 für 4,30. Den müsste ich eigentlich irgendwie kriegen hier. Ach, bloß gut, dass ich die da schon stehen habe. Na, das ist doch ein Traum. Also macht es doch Sinn, erstmal Hannover zu gründen und dann, was fehlt denn dafür jetzt schon wieder? Das bringt mir halt eine Unruhe, ne? Was fehlt denn mir jetzt dafür? Das ging doch vorhin, was? Im Frieden. Ach, ich bin nicht im Frieden. Ach, Frieden, wer braucht das schon? Da kriegen wir die. Die haben wir auch. Die sind nicht an der Mündung. Zwickau, nee, ich will eigentlich hier Braunschweig. Das ist jetzt schon eigentlich schon nur das gerade, ne? Egon Ratibor, aber ich kann das von minus 4,7%. Wie kann ich das denn steigern? Dass ich das hinbekomme, das zu entwickeln. Also es ist ja nicht gerade mal wenig. Minus 4,7%.
bringt es ja nichts, dahin zu schicken. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist quasi wieder mal leichter gesagt als getan. So. Meeren. Ja, wie gut. Chili. Okay, Chili stellt sich also quer. So, so. Braunschweig stellt bei mir, ist aktuell bei mir Eisen. Ist das jetzt hier eingenommen? Was kann ich denn mit dem machen hier? Kanada übergeben. Ja, dann müssen wir das so einnehmen hier. Wenn wir jetzt Chile den Krieg erklären. Ach, da kommt Polen, Litauen auch. Ha, das sind alles so ganz... Das Problem ist, das sind alles so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ich meine, die sind gerade beschäftigt da hinten, ne? Aber das sind halt meine größten Verbündeten. Wenn ich die jetzt wegknalle, die haben 100.000 Leute. Ich habe gerade mal die Hälfte. Bis wenn ich das jetzt aufbaue. Venedig ist halt übel ätzend. Kirchenstadt Venedig. Selbst mit Schweden und der Pfalz.
Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich bismarcksche Bündnispolitik betreibe. Mich quasi mein Fähnchen immer mal in den Wind hänge, wie ich es gerade brauche. Was ist denn jetzt hier noch Köln? Was hast du denn gemacht, Köln? Ach, Berg eingenommen, guck an. Mir, ja, das kann ich leider nicht erlauben. Also bismarcksche Bündnispolitik. Wenn ich ein Bündnis mit Frankreich hinkriege, könnte ich versuchen, den Polen anzugreifen, beziehungsweise über einen Umweg den Polen in den Krieg zu zwingen. Ich könnte zum Beispiel hier, na hier sieht es schon wieder anders aus, ne? Wenn ich Lüttich, nehme ich den Militärzugang raus. Hamburg ist schnell raus, Ostfriesland ist schnell raus. Ulm kann mir erstmal egal sein. Jetzt wäre mir trotzdem lieber den wäre mir trotzdem lieber den irgendeinen Starken noch auf meiner Seite zu wissen. Naja, ich warte jetzt erstmal hier den Krieg. Warte mal. Beziehungsweise, na, der macht schon. Nehmt das jetzt hier mal ein hier oben. Ha? Macht mal los hier. Na bitte, geht doch. So. Nee, du übergibst das an Kanada und gibst mir Geld. Ach, ist das hier schon die neue. Es geht hier schon die neue Dings los. Okay, jetzt könnte ich Hannover. Dann mache ich das mal mit Hannover. 25 Prestige, die brauche ich überhaupt nicht. Neue Tradition oder nicht? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn hier für welche? Diplomatische Reputation, Unterhaltsstaat, minus 15 Baukosten, Kostenidee, produzierte Inne, Institutionenverbreitung. Und am Ende noch einmal Disziplin. Was hast denn du genommen? Hast du neue Traditionen genommen? Oder lohnen sich die hannoveranischen Traditionen? Foxtime? Kannst du mir das spontan sagen? Ist es besser, die neuen zu nehmen? Das ist ganz nett, danke. Gibt's auch, das ist auch ein bisschen blöd, dass sie hier einfach nur schreiben, neue Tradition, dass man das nicht mal vergleichen kann. Also, das finde ich ein bisschen arm, ehrlich gesagt. Das ist so wirklich eine Sache, wo ich sage, ey, das stört mich ein bisschen. Verlangen von mir so eine, weil das ist ja schon eine Entschuldigung, eine weitreichende Entscheidung, ob ich jetzt hier neue Traditionen nehme. Und dann wird es nicht mal, wird mir nicht mal gezeigt, was es ist. Und der Rest? Am Ende bekommst du 15 Reduktion des Fernkampfschadens bei Braunschweig. Ist das jetzt stärker als 5% Disziplin?
Minus 15 Unterhaltsstaat. Haben die auch. Minus 10% Entwicklungskosten. Die haben hier Baukosten. Entwicklungskosten ist natürlich auch sehr verlockend. Das ist übrigens sehr lieb, dass du nachguckst. Vielen Dank. Hey, ich kriege einen Händler von St. Beor. Mehr Schaden durch Fernkampf, okay. Und 5% weniger Kosten und halt Armee, okay. Kostenideen haben die hier. Ach nee, Kostenentwicklung ist was anderes. 1%, okay. Es wäre cool, wenn man die alten behalten könnte. Also quasi, wenn man sagt, die hat man ja jetzt schon freigeschalten, wenn man die dann quasi behält. Das wäre mega stark. Prozent produzierte haben die hier auch, okay. Eine diplomatische Beziehung. Und das letzte ist schon, was du geschrieben hast. 15% Reduktion Fernkampfschaden. Also das ist. Oh, das ist schon interessant. Finde ich jetzt nicht so easy, das zu entscheiden. Und insgesamt? Ein Prozent Prestige, das ist, naja, ist nicht schlecht. Die Kosten haben die auch, Unterhaltsstaat haben die. Ach, das haben die trotzdem noch zusätzlich, oder was? Wenn man alles voll hat, meinst du? Wie sehe ich denn das, wenn ich alles voll habe? Ach so, wenn wir alle Braunschweiger durch die Braunschweiger Tradition erhalten, wir Verfall Prestige, eine diplomatische Erziehung und dann noch minus 5%. Also im Grunde ist es gar nicht so viel unterschiedlich, weil die Disziplin gibt es ja dann dort auch, die Baukosten gibt es, ja, dann nehme ich die neuen. So. Dann nehme ich die neuen.
So, jetzt machen wir dann, jetzt haben wir erstmal einen Händler. Was machen wir denn jetzt? Das machen wir jetzt zur Kernprovinz hier. Jetzt haben wir zu viele diplomatische Beziehungen. Wie viel kann ich jetzt das mit den... Ist das hier? Nee, das ist hier, ne? Chance Kolonisten, Koloniewachstum plus 10, das müsste ich eigentlich auch noch machen. Wo ist denn das mit den Untertanen? Ich finde das gerade nicht. Habe ich das noch? Dass ich mehr diplomatische Beziehungen bekomme. Freiheitsbestreben Unterteil minus 10, Stärkung der Herzogtümer, dann ist das erledigt. Und gib mir mal das Chancen Zölle global, ja, aber ich werde die Kolonien jetzt erstmal stärken, das können wir später weghauen. Also Unterhaltsstaat. Ja gut, dann haben wir das ja sowieso. Diplomatische Beziehung kriegt man dann noch mal eine, wenn wir hier noch ein bisschen weiter dingsen. Reduktion Fernkampfschaden. Ja, das ist schon gut. Ja, kann ich, glaube ich, noch nicht. Das habe ich aber, ist mir beim, habe ich in, beim Johanniterorden habe ich das auch schon gemacht. Also, alles gut. Ich habe das im Blick. So, wo haben wir den Händler jetzt hin? Gib mal her hier. Jetzt habe ich hier ein tolles Pferd. Wo greife ich denn ab? Ich greife in Sachsen ab und ich greife in Lübeck ab. Hier sind 17%. Also spontan wäre es besser, irgendwas, was nach Sachsen geht. 14%, 26%. Krakau? Nee. Oh, Rheinland ist eigentlich, bringt mir eigentlich mehr. Das geht aber dann hier hoch. Das bringt mir gar nichts. Den St. Lorenz-Strom, der bringt mir halt in dem Moment noch nichts, weil ich nichts in der Nordsee habe. Der würde das nicht weiter traden. Nordsee bringt mir aber 0,27, aber das geht in den Ärmelkanal. Also müsste ich, wenn, dann eigentlich die Ostsee nehmen. Aber ich wäre eigentlich. Ich wäre Krakau übertragen eigentlich, ne? Ich will das ja hier nach Sachsen haben. Da schöpfe ich ja mehr ab. Dann hau ich den nach Krakau. Und der soll das mal übertragen. Bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt. So, was haben wir denn hier noch? Berg. Wieso Berg? Ach, guck an, ihr habt. Dann jetzt erstmal auf meine Leute warten. So, und wo ist es dann mit England? Ach, hier, die englische Krone. Ach Gott, da muss ich ja hier. Hauptstadtentwicklung 25. So, jetzt schmeißen wir erstmal Braunschweig wieder. Was habe ich eigentlich nicht genug? Die Hauptstadt muss wieder hier rüber, Leute. Oh, die sind protestantisch. Das geht gar nicht. Warum ist es so?
Ich kann mit Frankreich überhaupt kein Bündnis machen, selbst wenn ich es wollte. Weil die meine Meinung von denen so mega mies ist. Die bringen mir halt nicht so viel, ne? Kastilien bringt mir halt mal noch gar nichts. Moskau hat mich alles. Na gut. Also, sie können natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Und den Polen in den Krieg zwingen. Was aber eigentlich ungeil ist. Ich meine, die sind mir flottentechnisch und militärtechnisch überlegen. Ich würde die ganzen anderen, würde ich rauskriegen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Dann müsste es halt die Frage, wie ich das spiele, ne? Aber dann habe ich halt keinen großen Verbündeten mehr. Sie hat auch gar nichts, ne? Was machen die denn gerade? Führen die hier Krieg? Mit Straßburg und Frankfurt? Ach, guck an. Na, ihr seid ja wild drauf. Haha, da ist wieder der Frozen Soldier. Hallo, willkommen. Und ja, willkommen an alle, die dabei sind. Da bist du wieder. habt ihr dasselbe gespielt wie beim letzten Mal? Oder gab es diesmal was anderes? Würden die was haben wollen? Boah. Was habt ihr beim letzten Mal gespielt? Irgendwas mit War Thunder, oder? Habt ihr gespielt? Habe ich hier oben überall Kurs, okay. Ja, auf alle Fälle willkommen an alle. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind als Braunschweig gestartet, sind jetzt Hannover und versuche gerade abzuwägen, ob es Sinn macht, unseren stärksten Verbündeten in einen Krieg zu zwingen, also gegen uns. Hätte verschiedene Vorteile, wenn wir den gewinnen, aber wir müssen ihn natürlich erstmal gewinnen. Der ist nämlich aktuell noch stärker als ich. Und wie gesagt, dann wäre mein stärkster Verbündeter weg, was natürlich auch andere auf den Plan rufen würde. Ergo nicht so geil. Also ist eigentlich mit Frankreich. Das mal zurück.
Ach, das macht er nicht. Das ist ja gemein von dir. Jetzt bauen wir erstmal die Flotte aus. Das muss definitiv gemacht werden. Hier können wir ein bisschen die Autonomie verringern. Gibt nämlich mehr Knete, wenn die nicht so autonom sind. So, hier bauen wir einfach mal zwei solche Schiffchen. Dann bauen wir noch hier auch noch zwei davon. Das denke ich okay. Dann schauen wir mal generell, was kann man hier noch an Häusle bauen. 10, 15, na das ist doch was. Das lohnt sich doch direkt. War zwar nicht bei uns, aber bei meiner Kolonie, dann geht das. Also Krieg oder kein Krieg, macht eigentlich gerade nicht so viel Sinn. Wie war denn das hier? Ich konnte doch Oldenburg angreifen. Da kommt Österreich. Und Dithmarschen. Das könnte ich alleine stemmen. Gegebenenfalls mit der Pfalz zusammen. Hatten die ihren Krieg beendet? Ne, die haben ihren Krieg immer noch. Dann halt eine Reichsstadt weniger. Wieder. Mit wem seid ihr verbündet? Frankfurt, Dortmund, Brandenburg, Rotenburg, Bayreuth. Dortmund ist doch... ist keine Reichsstadt. Trier und Goslar. Könnte man sich nehmen. Die bringen, glaube ich, sogar. Ja, die bringen hier so ein Zweier auf den Handels. Beziehungsweise dann eins. Fangen wir erstmal hier mit dem Krieg noch an. Nehmen nämlich auch in der neuen Welt haben wir Kolonien, die wir dann entsprechend erobern wollen. So, das können wir schon mal. Korn. Das mal, wie sieht es denn hier überhaupt aus mit unserer Reichswerte? Haben wir genug? Das bringt mir auch gut was. Und dann holen wir das auch rein. So. Also jetzt mache ich erstmal den... Ach nee, das war jetzt mit Österreich, ne? Kam da. Ich meine, die beiden habe ich weg, bevor der Österreicher auch nur aus seinem Land raus ist. Und dann ist halt die Frage... Was machen wir mit dem, ne? Ich meine, der Pole wird nicht schwächer, aber ich bin aktuell nicht in der Lage, den zu fighten. Zumindest nicht so, dass es nicht mega ätzend wird. So ehrlich muss ich dann auch sein. Den Franzosen kriege ich nicht als Verbündeten, weil der A nicht will und B sind unsere Meinung voneinander einfach viel zu mies. Ich bin ja schließlich Kaiser. 200 Dukaten. Ein Prestige jährlich und eine Innovationsfähigkeit. Aber 200 Dukaten ist übel.
mach das erstmal mit der. Jetzt ist mein Admiral gestorben. Das können wir hier mal ein bisschen die Stände pushen. Was wollen denn die Grundmannstärke? Das ist okay, das kriegen wir hin. Nordufer. Das würde mir natürlich übel was bringen für die Kolonien. Ja, dann machen wir das mal. Das dauert ein bisschen, aber dann ist das hier die nächste, die wir da einnehmen. So, wir fangen jetzt hier oben den Krieg an. Eroberung, das sollte machbar sein. Ha, ich bin nicht mehr Kaiser. Ha, das ist ja auch interessant, dass mich 3 wählen und den wählen nur 2, aber er ist dann Kaiser. Jetzt ist Bayern Kaiser. Das ist schlecht. Okay, weil mein Typi gestorben ist. Jetzt hätte man natürlich gern ein Bündnis mit dem. Aber das ist jetzt nicht. Wieso habe ich jetzt zu viele mehr militärische Anführer? Ach, das ist jetzt, weil ich Kaiser bin. Da darf ich nicht mehr so viel, nicht mehr Kaiser bin. Da darf ich nicht mehr so viel haben. Alles klar. Dann schmeißen wir einen raus. Uncool, aber ist dann so. Jetzt haben wir hier eine neue Technologie, die wir wählen können. Was ist denn jetzt der neue Einheitentyp? Die Infanterie. Tja, dann hat sich das quasi mit dem Kaisersein erledigt. Und jetzt will der Sachen von mir zurück. Was willst denn du zurück, Ratibor? Nein. Kannst vergessen. Das ist mies, Bayern. Das ist richtig mies, was du gerade machst. Ich habe jetzt hier schon mal eine Staatsehe mit denen. Ich lehne das jetzt mal noch ab. Ich muss jetzt unbedingt... Jetzt habe ich gerade den Krieg am Laufen, da kann ich mit denen kein Bündnis machen. Das ist echt ein bisschen unglücklich jetzt. Okay, die haben wir schon mal eingenommen. Jetzt geht es nur noch um die hier. Da können wir nämlich 2 Provinzen zu unserer Kolonie dazu bekommen. Und das ist gut. Das wollen wir nämlich haben. So, ihr kommt zusammen. Und wenn ihr beide jetzt eine Mission, ihr schützt meinen Handel. Das bringt mir nur nichts. Sehr gut. Fahrt da halt in die Ostsee. Das bringt mir meiner Meinung nach zwar nichts, weil ich da nichts habe, aber ihr werdet das schon hinkriegen. So, wann kann ich einen Wiederkrieg mit den Engländern führen? 44, das sind noch 5 Jahre, alles klar. So, löst das jetzt meine Probleme? Oder kreiert das jetzt gerade Probleme? Dass ich jetzt kein Kaiser mehr bin. So, hier haben wir jetzt quasi auch eine.
Flussmündungen. Da müsste ich den doch eigentlich. Den kann ich dann auch koren. Okay, Massachusetts, senden wir den Kolonisten hierher. Und wie gesagt, wir nehmen dann die ein. Hier haben wir noch Ansprüche und dann können wir nämlich hier noch. Aber das wird jetzt nicht so schnell gehen. Okay. Ja, wir müssen jetzt warten kurz, bis wir wieder Frieden haben. Und dann müssen wir ein Bündnis mit den Bayern machen. Hintergrund ist einfach, damit die uns nicht ständig auffordern, Land zurückzugeben. Das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen das Land behalten, was wir erobern. Und ja, meine Rekrutenreserve ist jetzt mega hoch, obwohl sie eigentlich gar nicht so hoch ist. Das ist auch was Gutes. Das heißt, ich habe ein bisschen Puffer. Ja, ich muss mich jetzt auch gleich wieder auf die Seite des Kaisers stellen. Das wird jetzt gleich ein bisschen spaßig. Wie viel hatten der Engländer so? Dass ich das mal einschätzen kann. 50.000, das ist ja nichts. Die sind im Krieg mit Jülich. Ja, alles klar. Okay, damit ist das hier hinten durch. Kanada übergeben. Zack. Ihr könnt schon mal hier runter wackeln. Habt ihr den drin? Dann geht mal dahin. Ich will das mal erkundet haben. Jetzt fehlt mir halt ein Diplomat, ey. Das ist ziemlich nervig. Oh, jetzt haben sie das hier eingenommen. Das ist schon mal gut. Wir müssen nämlich hier noch ein bisschen die ganzen Volksstämme bekehren. natürlich auf den richtigen Weg bringen. So. Okay, jetzt können wir das den Frieden verhandeln. Kanada übergeben und Geld her. Hopp. So, warum auch immer das Kanada heißt, aber egal. Das ist gleich raus. Okay, 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 okay. Und jetzt müssen wir warten, bis er zurück ist. Jetzt ist ein entscheidender Mann in unseren Diensten gestorben. Jetzt gucken wir mal, haben wir jetzt jemand Günstiges? Der bringt... Oh, die sind anscheinend beide gut, aber... Nur Spionage. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber... Tja, was soll man machen, ne? 3 Punkte kann ich nicht... Packen diesmal hier rein, sonst wird das jetzt mega unausgeglichen, weil der hat 064. Jetzt habe ich auch noch einen Dreier reingepackt. Das ist natürlich mega uncool. 40 Tage. Also ich würde den nächsten Krieg erst anfangen, wenn ich... ja, alles klar. Vielen Dank und vielen Dank für den Raid wieder und ja, dir eine gute Zeit. Gute Nacht und hab einen schönen Abend. Bis bald. Danke. Ciao. Die brauchen sie ewig, bis sie mal da drüben waren im guten alten Nordamerika. Kostenlose Richtlinien. Klerus Gleichgewicht 5%. Kostenanführer. Kostenberater minus 10%. Oder... Korruption jährlich, oh. Bürgereinfluss, so viel haben die nicht, ne? Dann nehmen wir das. Wir nehmen das mit den Kostenberater. Das spart bares Geld.
So, Sachsen. Ach, guck, und jetzt bin ich hier mit dem Regierungslimit komplett drüber. Mist. Weil ich jetzt kein Kaiser mehr bin, oder was? Das ist ja mega doof. So, jetzt haben wir mit denen schon mal ein Militärbündnis. Das heißt in der Regel, dass das dass er mir das theoretisch dann nicht mehr wegnimmt, wenn ich da unrechtmäßig Krieg führe. So, aber Naki und die. Großbritannien ist hier gerade von Rebellen besetzt. Das ist auch gut. Den nächsten Kolonisten, der frei wird, den schicke ich wahrscheinlich zum Panama-Kanal. Der kommt am Panama-Kanal. So, dann machen wir jetzt gegen die hier Krieg. So, das sollte da drüben einfach laufen, das sollte kein Problem sein. Okay, wie sieht es denn jetzt hier mit der aggressiven Expansion aus? Die ist ja quasi nicht vorhanden. Die haben nur eine schlechte Meinung zu mir, alles klar. Okay, wollen wir da hier den Krieg erklären? Oldenburg und Dithmarschen nehmen. Dann machen wir das doch. Haha, ich brauche wieder einen untätig. Ja, dann kommen wir zurück. Ich brauche dieses Mal. Warum kann ich das nicht? Achso, ich muss erst einen Monat warten, bis ich wieder einen Krieg erklären kann. Ich kann hier nicht einen Krieg nach dem anderen rausballern. Sechs Bastionen sind noch nicht fertig. Okay. Na, das ist dann ärgerlich, das glaube ich. Okay, dann fange ich jetzt hier mit Oldenburg einen Krieg an, um Oldenburg. So, die haben das jetzt eingenommen.
sind jetzt hier Reformationszentren? Nee, ach, die machen immer noch. Ah, ich krieg die nicht weg. Ich krieg diese blöden Reformationszentren nicht weg. Hier könnte ich auch noch die Baukosten drücken, das habe ich auch noch nicht gemacht. Eieiei. Dabei baue ich doch schon. So, Oldenburg ist mein. Ein Transportschiff dazu bekommen. Das reicht leider nicht. So, wie komme ich jetzt nach Österreich? Komme ich mal bis dahin. Militärzugang, das ist schon mal gut. Die geben bestimmt keinen Militärzugang. Nö. Die Pfalz, da müsste ich doch einen haben. Ach, nee. Natürlich habe ich mit meinen Verbündeten keinen Militärzugang. Das macht auch vollkommen Sinn. So, wie viel hatten Österreich an Leuten? 10. Gut. Das sollte machbar sein. Haben die meine Kolonie beschädigt? Ernsthaft? Ist doch nicht euer Ernst. Noch ein Transportschiff. Ah, mehr war nicht drin. Aber immerhin, 2 Transportschiffe dazu bekommen. Und auch noch Österreich. Interessant, dass die akzeptieren, die Staatsehe mit den... Ist interessant, dass der Krieg gegen die Eingeborenen schlechter läuft gerade, als der gegen ja, zu Hause halt. So, die sind weg. Dann können wir eigentlich mit den Leuten dahin gehen. Ihr macht das dort, wir machen das hier. Okay, jetzt läuft der, Krieg doch gut. Die Steiermark ist eingenommen. Alter, 73 aggressive Expansion. Nur weil ich Dithmarschen haben will. Was ist los? Das ist ein kleines Dorf. Irgendwie ist die aggressive Expansion jetzt gerade größer. Kann das sein? Wie kommt das? Habe ich gerade schon mal Krieg geführt? Nee, ne? Holy shit. 73%. Das ist uncool. Deswegen. Ja, ist ja in Ordnung, ich hab's verstanden. Also Dithmarschen ist raus.
Warum kommt denn dieses Gegenreformationsding nicht? Ein Dorf im Sumpfland. Das ist das Beste, das Dorf im Sumpfland. Österreich. Ich will eigentlich, ich habe mit euch eigentlich überhaupt kein Problem. Kriegsreparation. Du hast so viel Kacke mitgemacht. Pass auf. Was gibt's? Du bietest mir nichts an. Alles klar. Das ist dann aber dein Bier. Not my Bier. Auch die kriegen hier gleich mal zwei Schiffe dazu. Kämpfen gegen zwei Schiffe und kriegen zwei Schiffe dazu. Alter, 300, 400 Dukaten. Steuereinnahmen minus 10%. Für wie viel? 15 Jahre. Nee, dann nehmen wir ein bisschen Prestige weg. Das ist mir zu viel. Nee, wir ablehnen. Ich will die vielleicht gleich einnehmen. Vier Jahre immer noch, bis Großbritannien wieder geht. Mach den doch mal hier kaputt und da kaputt, bitte. Achso, das ist jetzt nur der Gemahl, das ist noch kein, oder die Gemahlin, das ist noch kein Nachfolger. 67 ist der Alter, macht Kinder sofort. Das ist doch nicht euer Ernst. Kinder sofort. Das reicht doch eins. So, Österreich, also, wie sieht's jetzt aus? Was gibst du mir? Kriegsreparation und Geld. Dann sind wir doch schon vollkommen fein. Dann sind wir doch schon fein, Österreich. Das ist doch alles schick. Ich bin doch schon weg. Was ist los hier? Jetzt brauchen wir hier eigentlich noch kein Spionagenetzwerk aufbauen, der braucht nämlich so lang.